Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es auf ein kleines Mega-Treffen. Ich freue mich riesig. Schön, dass du dabei bist. Viel Spaß beim Video. Ich bin jetzt hier bei Wie im Patrick angekommen. ZLH, zwei linke Hände. Moin. Ich habe hier gepennt. Wir laden jetzt das Auto aus. Da müssen wir noch ein bisschen Zeug kaufen. Oder ja, was haben wir vor? Expressleim. Expressleim? Ja, ah, gut, damit es auch schneller geht. Genau. Ja. Und vielleicht müssen Sekundenkleber und Epoxidharz. Oh, Sekundenkleber, super gut. Gucken wir mal. Gut schön. Wir sehen uns gleich in der Werkstatt, dann machen wir eine kleine Tour. Patrick, ist die Werkstatt so hoch, wie es hier aussieht? Ja, also das ist auf jeden Fall Katastrophe. So, das ist für mich fast perfekt. Ja. Super. Oh, du hast ein Holz oben, das ist ja cool. Ja. Geil. Ich mach mal ein bisschen Licht an. Ich mach mal die Türe gerade zu. Super. Gegenlichtfilm ist hier echt schwer. Ja, wegen Fenstern, ne? Ja. Aber ich finde es schön, ich habe Fenster. Du machst mal eine kleine Tour von deiner schönen Werkstatt. Ja, das ist jetzt meine neue Werkstatt. Ich habe noch gar nicht so viel auf Instagram oder YouTube gepostet, deswegen bist du also quasi, machst du den ersten Film. Ja, mega cool. Ja, das hier ist so ein ganz, ganz altes Bauernhaus. Der hat noch Bruchsteinkeller, deswegen kommt auf dieser Wand die Feuchtigkeit raus. Ah, okay. Ja. Aber, ich weiß nicht, ob dir das auffällt, aber das Klima hier drin ist eigentlich ganz schön. Also stimmt, finde ich auf jeden Fall. Das rostet hier aber jetzt nicht großartig schwer. Ja, fangen wir am besten einfach mal hier in der Ecke an. Hier ist schön hoch, das ist cool. Hier ist halt hoch. Ja, ich kann gut. Endlich, komme ich gerade so an die Decke. Gut, du bist relativ groß. Also ich habe hier 2,50 Meter fast an dem Punkt hier. Sind das super. 2,50 Meter. Ja. Ja, da war früher mal ein Hühnerstall. Okay. War früher mal ein Hühnerstall tatsächlich. Das ist eigentlich geil, wie viele Hühnerställe zu Werkstätten schon wurden. Ja. Das ist echt schon relativ oft passiert. Ja, also im Prinzip habe ich hier keine große Ordnung drin, also noch kein Prinzip, aber ich habe hier so eine kleine Schleifecke, Bohrecke, da sind auch ganzen Bohrer in den Kisten drin und meine Wühlschubladen, meine French Gliedwand Teil 1. Ja, hier French Gliedwand Teil 1, hier säge ich dann, hier habe ich mein Messwerkzeug und so alle Bits und Bohrer, was ich mir immer so schnell brauche. Ja, das ist so gut organisiert bei dir. Ja, hier liegt das mittlerweile überall oben. Ich gebe mir Mühe. So, ja, hier oben habe ich am meisten Sachen, die ich so weniger brauche. Hier sind meine Unmengen an Holzleim. Brauchst du noch Holzleim? Ich würde dir echt gerne eine Flasche schenken, weil ich habe echt zu viel. Ne? Es kommen heute erstmal noch ein paar Leute, vielleicht ist dann gar nichts mehr da. Genau. Hier bin ich immer noch ein bisschen stolz drauf. Als ich damals angefangen habe, habe ich mir meine eigene Arbeitsplatte gebaut. Die habe ich aus so Fichten. Kanthölzern habe ich die verleimt und verschraubt und das Ding ist so unfassbar schwer. Und, aber ich hätte es günstiger kaufen können. Aber das wollte ich nicht. Ja, gut, die ist aber selber machen, ist ja dann auch die Freude dran. Und dann habe ich die geilste Schwiegermutter auf der Welt, die hat mir das Ding zum Geburtstag geschenkt. Der ist schon massiv, ne? Ja, also der, da kann man das mit machen. Ja, hier ist meine Schleifecke. Da habe ich auch Zeug von Philipp Konter für. Stimmt, ich wollte gerade sagen, was sind denn das für schöne Schleifhalter? Ja, ja. Genau, meine Drechselecke. Und hier ist auch zeitgleich meine Holztrockenecke. Hier habe ich meine Eichebohlen. Also ich habe halt angefangen nicht mehr oder weitestgehend nicht mehr mit so Fichte-Sachen zu arbeiten, sondern ich will eigentlich überwiegend nur noch lernen, mit Massivholz zu arbeiten. Mhm. Also das ist so der Anspruch, den ich so nach und nach an mich selber setze. Ja, Drechselecke, Absaugecke, liegen Drechseleisen, da liegen Drechseleisen. Das sieht dann echt katastrophal im Moment aus für meine Verhältnisse. Ja, und Schweißecke habe ich ja neuerdings, habe ich gar nicht gesagt. Cool, ich habe ja angefangen zu schweißen und habe ich dann verschiedene Verfahren ausprobiert. Und ja, das ist halt so diese kleine Männerhöhle. Gutchen, ich würde sagen, wir räumen ein bisschen was um. Ja. Und dann geht's weiter. Genau. So. Ja. So. Geil. Geil, Junge. Ja, ich würde ihn gerne abwischen. So, wo sollen wir das alles stapeln? Ja. Arbeiten sind jetzt schon voll im Gange. Ich werde euch gleich ein bisschen zeigen, was da jetzt gerade gebaut wird. Vielleicht hört man im Hintergrund schon ein bisschen die Drechselarbeiten. Auf jeden Fall habe ich denen jetzt gerade eben ein bisschen gezeigt, wie man drechselt. Wir drechseln wieder Flaschenöffner. Das funktioniert relativ schnell. Das heißt, wir können relativ viele auch was drechseln und man hat später was Nützliches, was man mitholen kann. Jetzt hat er sich irgendwo verhaspelt. Jetzt schauen wir mal, wie die Drechselarbeiten und die ganzen anderen Arbeiten so abgehen. Ja.
So, du halt und dann in die Richtung fahrst, dann verfranselt es eher. Also immer in die Richtung, wo du zeigst, in die Richtung wechselst du ab. Okay. Auch mal fest. Coole Form, ja. Danke. Die nächste Sammlung. Für die nächste Sammlung. Für die Sammlung. Nicht für die Sammlung, nicht die sechste, aber genau. Für die Sammlung, genau. Nein, nein. Also jetzt filmen wir dich 1, 2, 3, 4 Kameras. Ich hab schon gesagt, wir haben hier zu wenig Kameras. Also ich muss sagen. Also ich, das ist mir echt. Eigentlich müsste doch jetzt hier noch. Jetzt müsste einer uns noch fotografieren. Müsste ich das eigentlich mit der Drohne noch mit Füllen. Ich hab keine Kamera in meinem Video. Achso. Kack, Mama! Ei, ist doch cool! Das ist so geil, dass das Schweißgerät das so klein ist. Damit schweißt du? Ja. Boah, das ist echt klein. Die Dinger sind vom Lymph. Vier Stück. Okay. Ich sage, es ist schön schwer. Warte, Boah, der passt doch perfekt. Besser mit Jimmy bei einer viermal Fußballbeheizung. Ach so. Ja. Ja. Die Seite. Wurden auch schon langsam ein bisschen weniger, Leute. Aber die Drechselbank läuft natürlich immer noch. Das war Metall auf Metall. Dankeschön an den Patrick, dass er das Ganze hier stattfinden gelassen hat und sich schon gekümmert hat. Dankeschön an euch, dass ihr gekommen seid. Ja, auf jeden Fall. So, hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen, zu sagen? Ja, war echt ein schöner Abend. Ja, auf jeden Fall. Und ja, schön dich gesehen zu haben. Ich werde euch mal alle Kanäle unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut auf jeden Fall mal dort vorbei. Ansonsten soll das für den kleinen Tag heute, für die kleine Mitnahme in den Tag heute gewesen sein. Schön, dass ihr bis jetzt am Video dran geblieben seid. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.